Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Nerdy Play von ja, Nerd in Zelda Wind Waker HD für die Wii U. Bei mir auch wieder der Jens. Selbstverständlich, wie gewohnt, Genau. in alter Manier. Ja, was ist das letzte Mal passiert? Also, unsere Schwester wurde entführt. Wir haben uns den Piraten angeschlossen, um unsere Schwester zu befreien und weil die nämlich auch irgendwie da in die Richtung wollten und so weiter und so fort und sind jetzt einem gewissen Nico unter Deck zugeordnet worden oder zugeteilt worden und müssen ihm jetzt mal hier so Ahoi sagen. Ja, und dann gucken wir doch mal, was der jetzt so auf Lager hat für uns. Da Hallo. ist er ja. Hi. Hey, neuer, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Ah, das hättest du wohl gerne. Weil ich müsste wahrscheinlich auch ein bisschen mehr lispeln, so wie der aussieht. Also, hör auf das, was Nico dir sagt, und wir werden uns bestens verstehen. Ja, redet auch von sich in der dritten Person. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen neuen gehört, kapiert? Also, sieh mir genau zu, wie ich es mache, und zau dir tüchtig was ab. Kapiert? Na, jetzt sind wir mal gespannt, wa? Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und bewege L nach vorne, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Ja, noch komme ich mit. Die Plattformen fahren dann von unten drauf und du musst auf die drauf springen. Der ist super. Ja. Wenn man mal längere Beine hätte, ne? Dann musst du auf die Plattform vor dir springen. Aber die ist ein bisschen weit weg. Was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Na, jetzt sind wir mal gespannt auf den Trick. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit L nach vorne kannst du swingen. Und wenn du A loslassen drückst, lässt du los. Ja. Ja, easy going, wa? Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten da bist. Ja, wie auch immer. Alles klar, ja, dann ziehen wir mal eiskalt durch hier, ne? Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen, kapiert? Da! Bis du es bis hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl beloben. Also, häng dich rein! Na dann, würde ich mal sagen, machen wir die erstmal wieder runter. Boah, das habe ich damals geliebt, diese Aufgabe hier. Ich habe am Anfang so oft dafür gebraucht, weil ich es nicht auf die Kette gekriegt habe. Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen schneller sind. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch safe aus, oder? Ast rein, macht er das hier. One-Hit-Wonder, zack. One-Hit-Wonder. Was? Du hast das so schnell geschafft? Glaubst du, wer ich bin? Ja gut, ich habe dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Man hat ja auch jeder so einen Kletterparcours unter Deck, ne? Ja, ja, genau. Zumal ein guter Matrose wie er, der immer noch der Letzte in der Rangfolge ist. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Ja, danke, Nico, wa? Dann sind wir mal gespannt, was da so drin ist. Die sehen aber böse aus, die Schatztruhe. Guck mal, mit so Stacheln und so. Gespannt. Ja, hallo. Du hast die Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke Y, X oder R. Oder alles gleichzeitig oder so. Hey Nerd!
Wir sind bei der verwünschten Bastion angekommen. Komm sofort rauf! Okay, okay, okay. Wobei, ein paar Fässer. Wobei, erstmal mache ich noch ein halbes Boot kaputt. Ja, aber ich glaube, jetzt für einen Rubin mache ich jetzt hier nicht alle Dinger kaputt. Und ja, das sparen wir jetzt auch mal hier. Zack, zack, zack. Wir haben ja keine Zeit, ne? Die Bastion ist da. Und wir haben doch keine Zeit. Wir müssen ja unsere Schwester retten. Also, ja, sehr cool. Ein klassischer Nerd-Fail. Ja, das war. So, der Türsteher passt immer noch auf ihr Schlafzimmer auf. Dann gehen wir mal raus und dann gucken wir mal, ne? Wie sieht der jetzt für die Bastion? Bin mal gespannt. Oh, es ist gut, dass wir auch dunkel geworden sind. Hey, Nerd! Hier bin ich! Du bist dein vollen Arsch hier hoch. Ja, dann mal da hoch, ne? Okay. Hopp, hopp, zack, zack, zack. Ach, guck mal, wir haben uns hinter so einem Stein versteckt und da ist die verwünschende Bastion. Clever, den Rest kannst du schwimmen. Ach, guck mal, sogar mit Suchscheinwerfern. Ach, genau. Alcatraz. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Aber ja, der Felsen verdeckt das Schiff ja, vollständig. Funktioniert gut. Was treibst du bloß so lange mit Nico, hä? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Und nein, nein. Bwin.com. Aber wie auch immer, sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Dö, 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 dö. Zack. So. Oh, das ist ein ziemlich einladender. Ja, und da oben ist der komische Vogel auch gewesen. Jo. Da sitzt er. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber seh mal, wen wir da haben. Der da rumpennt. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Aha. Sieh mal da. Da drüben. Was? Wie? Wo? Ach da. Das Fenster da. Ja, genau. Genau das meine ich. Guck schön hin. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Ja, die Suchscheinwerfer. 200 Watt Suchscheinwerfer. Die finden uns noch bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Das ist so Moment. Geil. Ah, jetzt hab ich's. Der Blick ist so unglaublich vielsagend. Wie er auch einfach guckt. Ja. Ah, oh, es ist so klasse. Das vor allem, was hat sie mit ihm gemacht, dass er es nicht mitgekriegt ja, hat? Ja, ganz genau. So, macht doch hier nicht so einen Aufstand. Meine Güte, Digga. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Ja, klar. Außerdem ist die Sache total ungefährlich. Wir machen dann schließlich ständig hier. Werden ständig Menschen in Fässer gesteckt und dann abgefeuert. Also, alles klar? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. Richtig schöne Parabel hier. 3, 2, guck nicht so verkrampft. 1. Und ab geht die wilde Fahrt! Feuer! See you next time! Oh, 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 oh. Ja, und da fliegt unser Heroinschwert und. Ja. Landet natürlich astrein nicht da, wo wir es gerne haben wollen. Ja. Wo wir landen leider nämlich. Ja, da war der sanfte Express. Verwunschene Bastion. Gut, dass wir schon wieder. Naja, immerhin sind wir heil, also heile gelandet. Wir haben zwar unser Schwert verloren, aber wir sind heile gelandet. Zur ja übelste viel. Migräne, aber. Huch! Oh nein! Dein Schwert! Ach nee, das musst du erzählen. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Ja, offensichtlich. Haha, du schaust aber auch total dumm aus der Wäsche. Gut, dass wir die noch hören. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Das ist nämlich der Stein der Weisen. Ich will gar nicht wissen, wo die denn hingesteckt hat. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Und ich hab dich im Auge, Kleiner. Wenn du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ich habe den Stein in dein Status-Menü getan, das du findest, wenn du im Item-Menü rechts auswählst. Ja, das sehen wir hier halt auf dem iPad. Auf dem iPad. Auf dem Wii U Remote Display. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, alles klar, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verlier ihn bloß nicht. Nein, nein. Es gibt zwar hinter die Ohren. Ja, dann mal los. Frisch ans Werk, aber pass auf die Suchscheinwerfer auf. Du solltest besser nicht in ihr Licht geraten. Okidoki.
Ja, gucken wir mal. Ja, okay, jetzt ist hier dieser schöne Stein drin. Okay, das sehen wir dann im Menü, aber das ist ja jetzt eher uninteressant. Haben wir gut hingekriegt, auf jeden Fall. Okidoki, dann würde ich mal sagen. Ach, guck mal. Oh, jetzt haben wir Snake-Style hier, wa? Ja, hervorragend. Da sind wir ja eigentlich. Das Gute ist, dass die Suchscheinwerfer, wenn ich mich recht entsinne, auch auf sich bewegende Fässer reagieren. Ja, das ist ja schön für die sich bewegenden Fässer. Da bleibe ich halt rechtzeitig stehen. Ich meine, ist natürlich total unauffällig, dass das fast sich Suchscheinwerfer. Naja. Stand das schon die ganze Zeit da? Ja, sicher. Der Wind! Der Wind, das himmlische Kind. So. Ja, und ich muss sagen, als ich die Bastion das erste Mal gespielt habe, bin verzweifelt. Ich hab auch ziemlich lange gebraucht, das weiß ich. Das war echt so ein Mist, weil ich es nicht geschafft habe, diese Suchscheinwerfer zu umgehen. Aber gut, wir gucken jetzt erstmal, wie wir hier vorankommen. Ich meine, das sieht ja im Moment ganz gut aus. Ich weiß aber ehrlich gesagt. Ganz konsequentes Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Ja, so ist es. Jetzt gucken wir mal. Ich meine, aber hier sind wir, glaube ich, auch schon mal direkt richtig für einen Suchscheinwerfer. Ja, guck mal hier. Zack. Ah, da hat mich doch meine Intention nicht getrügt. Oh, halt. Was ist hier los? Eben kurz an mein Smartphone gehen. Nerd, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Nur damit du Bescheid weißt, wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Kleiner Tipp am Rande. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außer deinem Schild hast du nämlich nichts, um dich zu stellen. Wer ist denn daran schuld? Das ist mal die Frage. Aber gut. Also, an der Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durchdrücken von A aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Ja, viel Glück dabei. Dankeschön. Ja, alles klar. Die ist ja mit ihren Ratschlägen immer schön dabei, aber das ist vielleicht auch leichter gesagt als getan. Oh, so da hinten mit dem Fernrohr vom Schiff aus würde ich mir da denkt die gute Frau ja nicht drüber nach. Oh, jetzt hat er das gemerkt. Oh, das hat aber funktioniert. Offensichtlich. Die Scheinwerfer sind außer Gefecht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir. Zack! Jawohl, gut abgefangen. Jetzt müssen wir mal hier das noch schnell einsammeln. Aufheben. Aha, so. Bam! Zack! Mit dem Stock hier. Zack! Von hinten! Ja, wenn ich das gehört als Held, von hinten. Ja. Steck ihm den Stock in den Arsch, jawohl. Da flüchtet er schon, der Feigling. Bam, jawohl, ging ihm so richtig. Oh, jetzt haben wir sie selber fallen lassen. Zack. Zack. Jawohl. Bams. Gut, dass da noch 3 Stück liegen. Ja, die sind dann für, falls man das... Die sind dann, falls ich hier kaputt schlage. Ja, sehr gut, da haben wir die ersten Scheinwerfer, glaube ich, schon außer Gefecht gesetzt. Bleiben noch... 2, glaube ich, ne? Die und die, genau. Genau. 2 sind dann noch da. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ja, da runter nochmal. Und da war ja noch irgendwie so ein Durchgang da vorne. Da können wir ja mal gucken. Jetzt hier nicht mehr. Erstmal Speer werfen, ein bisschen hier, Decathlon. Ja. Genau. So, dann weiß ich ja so an, als wir hier irgendwie ein Gegner sehen würden. Ja, das ist natürlich schön, das ist die Cutscene, aber... Das war ein bisschen, wo wir hin müssen. Geholfen, aber... Gucken wir mal hier rein, ne? Öffnen wir mal die Tür und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh doch, natürlich sehen wir was. Ich muss sagen, davon ist eine Truhe, dann gehen wir auch da mal hin, ne? Da sind wir ja jetzt trainiert. Ne? Ja, das sind die praktisch. Weh, da ist wieder nur Geld drin. Ich hab keinen Bock mehr auf Geldgeschenke. Nein! Juhu. Eine Labyrinthkarte. Auch Räume zu sehen. Ah, okay. So. Ah, guck mal, jetzt sehen wir auf dem. Ah, okay, auf dem View-Pad. Pad sehen wir nämlich jetzt die Karte hier. Die kann man die jetzt auch. Nee, die kann man leider auch nicht auf den Hauptbildschirm holen irgendwie, ne? Das wäre natürlich schon irgendwie ein bisschen praktisch gewesen, wenn man die jetzt irgendwie so unten links oder so hätte rein. Ja, das ist außen, nee. Also das tut mir jetzt echt leid, dass wir euch die nicht zeigen können scheinbar. Also das Feature scheint, also ist ganz nett hier, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Aber dass ihr die jetzt nicht sehen könnt, ist natürlich schon ein bisschen doof. Aber, da können wir uns vielleicht aber gut. Da nächsten können wir Aufnahmesession mal was einfallen lassen. Genau, da können wir ja mal gucken, ob wir da irgendwas geregelt kriegen oder vielleicht steht auch im Internet noch was, ob man die vielleicht auch noch auf den Hauptbildschirm holen kann. Mal genau. Sehen. So, dann gucken wir mal. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Ich würde sagen, dann gehen wir da nochmal raus, gucken, ob wir den Zuschauerwerfer noch kriegen. Gucken wir mal. Können wir machen.
Jetzt sind wir reingekommen, müssen wir hier. Bisschen extended heute. Zack. Ja, ich wollte ja nicht mittendrin unterbrechen, ja? Nee, nee, so fangen wir hier gar nicht an. So, ich hoffe, wir sind jetzt richtig gelaufen. Jawohl. Wir wollen ja hier nicht so Serien-Style, Cliffhanger-mäßig, ne? Ja, ein bisschen ja schon, ne? Ein bisschen natürlich, klar. Wir können ja jetzt nicht die gesamte Bastion bei ihm durchspielen. Die nehmen wir direkt ein, da wird ja gar nicht diskutiert. So, das war, glaube ich. Nee, das ist der neue, ne? Ja. Zack, da ist schon wieder einer. So, mal sehen, ob ich den umgehen kann, um dir direkt die Schärfe hier hinten kann. Hört der nicht? Hat der nicht gehört? Nein, das war jetzt. Hat der nicht gehört? Das, ja. Der konzentriert sich so auf seine Arbeit, das ist hier ja, im Akkord. Das hat er jetzt aber gemerkt. Hinten Augen im Kopf, aber Ohren, ne, weißt du? Ja, Ohren. Oh, ah, Sack. Jetzt hat er uns echt getroffen. Na, halt. Hast du richtig Bang gemacht? Jawohl, aber direkt ein Leben zurückbekommen. Ja, und damit haben wir auch die zweite Scheinwerfer-Dingens hier, Anlage ausgeschaltet. Würde aber sagen, dass wir es dann jetzt erstmal auch wieder für heute belassen, weil. Ja. Komm, wir suchen uns mal einen netten Spot hier. Wo ist denn hier die Küste? Wir suchen euch mal einen netten Spot, nette Aussicht irgendwo. Kommt man auf diesen Rand hoch? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ah, schade. Na gut. Ja. Aber warte mal, können wir nicht hier so. Sehen wir nicht. Da vorne ist unser Schiff, das können wir nochmal sehen. Gut versteckt hinter dem Felsen steht. Ja, ganz genau. So, ja. Also, ja, schöne Aussicht gibt es hier jetzt leider irgendwie nicht, aber ich meine, ist ja auch ein trostloser Fleck, aber. Ist auch ziemlich trostlos hier. Ja. Aber hier mit dem Blick in den Indo. Genau, mit dem Blick, wo es denn beim nächsten Mal weitergeht. Genau. Würden wir uns verabschieden. Wünschen euch noch einen schönen Abend. Genau. Schönen Tag, was auch immer. Und danken euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Genau. In der Plus und Pro. Also, macht's gut und bis dahin. Genau. Tschüss. Ciao.